So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodem zu einem neuen Part Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst. Wisst ihr, was die eindeutige Definition von einer blöden Idee ist? Nein, dann wisst ihr es jetzt. Das hier. Das ist die eindeutige Definition von von einer saublöden Idee. Ich bin, ihr hört es schon, an meiner Stimme ist kaum zu überhören. Ich bin saumäßig erkältet. Ich bin krank. Ich guck mal kurz auf die Uhr. 23.30 Uhr. Und ich nehme Minecraft Story Mode auf. Damit ich für die nächste Woche vielleicht zumindest ein Video mal habe. Ja, was soll es? Seid gegrüßt zu einem neuen Video. Starten wir in Folge 3, Episode, Season 2, Episode 3, Gefängnisblock. Gekauft und installiert, Jesse und die Gang müssen sich durch ein gefährliches Gefängnis schlagen und dessen noch gefährlicheren Insassen überleben. Der Satz ist ein bisschen verwirrend und falsch. Um das Geheimnis tief im Inneren des Gefängnisses zu enthüllen. Der Gegner versucht jedoch, Jessys Freude für seine Sache zu gewinnen, werden alle der Versuchung widerstehen können. Folge 3 starten. Okay, ja, auf geht's. Zuletzt bei Minecraft Story Mode. Die Welt kann ein sehr grausamer Ort sein. Schurken können überlebensgroß sein, wortwörtlich, und fast unbesiegbar erscheinen. Der Stress, dauernd die Welt retten zu müssen, kann dafür sorgen, dass sich sogar die besten Freunde an die Gurk und nicht jeder will an deiner Seite stehen. An die Gurk? Einige versuchen, deine Gutmütigkeit auszunutzen. Aber wahre Helden wissen, was zu tun ist und inspirieren andere dazu, dasselbe zu tun. Aber selbst für die tapfersten Helden ist das Schrecklichste, herauszufinden, dass der Schurke dir viel näher steht, als du denkst. Ja, da haben wir im letzten Part geendet. Genau so war's. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf des Spiels. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ja, da wären wir also in Folge 3. Episode 3, Season 2. Ja, entschuldigt nochmal, dass ich in diesem Part noch langatmiger und noch blöder klinge als sonst. Ja. Gäste, folgen bitte der orangenen Linie auf dem Boden zu den Ankunftsbereichen.
Gäste, folgen bitte der orangenen Linie auf dem Boden zu den Ankunftsbereichen. Hallo? Hallo? Echo! Die Gäste? Linie auf dem Boden zu den Ankunftsbereichen. Ja, habe ich gehört. Okay. Folgen wir jetzt der orangen Linie auf dem Boden zu den Eingangsbereichen oder aus den Ankunftsbereichen? Oder was? Die Gäste folgen bitte der orangenen Linie auf dem Boden zu den Ankunftsbereichen. Andernfalls droht die Lava. Schon gut, schon gut. Hab verstanden. Was wir wohl tun? Ich weiß ja nicht. Was ist denn hier die Aufgabe? Wisst ihr, was hier die Aufgabe ist? Habt ihr eine Ahnung, was wir hier tun sollen? Ich weiß ja nicht. Sollen wir hier entlang oder sollen wir durch die Lava schwimmen oder was ist die Aufgabe? Hat diese Boxen einen Plan, was wir machen sollen? Wo sollen wir jetzt lang gehen? Sollen wir etwa diesem orangen, auf dieser orangen Linie zum Empfangsbereich gehen oder was? Eine orangene Linie. Oh, sieh an, eine orangene Linie. Ja, was war da wohl man machen sollen? Ja, ich weiß ja nicht, wo, wie, was machen wir jetzt hier? Ja, wo sind wir hier? Was ist der Plan? Grundgestein, ja, hübsch. Schauen wir uns das mal an. Ja. Bedrock, der Admin sagte, ein Ort, wo ich nie wieder das Licht der Sonne sehen würde. Was ist das für ein Ort? Ja, ein Ort mit einer orangenen Linie. Ja. Ein seltsamer Ort. Tja. Was wollen wir hier? Eine Obsidianmauer. Führt die uns zu unserem Ziel? Vielleicht kann die Mauer uns ja sagen, was wir hier also zu tun Jesse, haben. Wie war dein Tag? Oh, großartig. Hab einen rotglühenden, allmächtigen Verrückten getroffen, der mich in einen fast unzerstörbaren Käfig gesperrt hat. Aha. Alles klar, Selbstgespräche. Sie haben es schon mal gebracht. Oh, orangene Lager. Ich bin sicher, die führen mich zu einem Ort voller Sonne und Freude. Ja klar. Wohin denn auch sonst? Ja, ja, hier entlang vielleicht, da so lang. Nein, nicht. Wo können wir denn. Sollen wir dem orangenen Strich oder der orangen Linie folgen? Zum Ankunftsbereich? Sonnenscheininstitut. Aha. Das schreit doch nach Klapsmühle. Klapse. Man hat uns in die Klapse geschickt. Ja. Damit alle Gäste. Gäste? Ja, wie ich immer so sage, früher war ich. Ja. Früher hatte ich Probleme. Heute geht's uns gut. Das ist eine Erziehungsanstalt für Wesen, die der Admin als. Früher hatte ich so meine Problemchen. Früher war ich so schwierig. War ich ein bisschen schwieriger. Ja. Heute geht's uns allen gut. So hat der Admin auch dieses Irrenhaus gebaut. Was? Natürlich. Der Admin ist ein Irrenhaus. Begabter Baumeister. Ah, sagt doch, Klapse. Zu seinen Werken zählt auch diese wundervolle Verhaltens- ja, ich gehöre nicht hierher. Ich bin nicht verrückt. Ich gehöre nicht hierher. Aber der Admin hat dich hergeschickt. Der Admin macht keine Fehler. Du darfst ihm niemals. Nein, er ist perfekt. Niemals. Niemals. Du weißt schon, er ist gerade. Nicht hier, oder? Das weiß man nie sicher. Man macht keine Fehler. Ich gehöre nicht in die Klapse, Mann. Ich bin nicht verrückt. Das Was sagen sie alle. Freund? Ich weiß aber. Ich muss zurück.
Ich bin wirklich verrückt. Ich bin hier falsch. Weiß, wozu er sie zwingt. Er gab Ihnen den Handschuh? Oh Mann, was für Glückspilze. Wieso Glückspilz? Das bedeutet, Sie sind die Lieblinge des Admins. Ein unglaubliches Problem. Okay. Ich wette, dein Freund lässt es krachen. Er genießt das schöne Leben an der Seite des Admins. Ja, du hast keine Ahnung, was du da sagst. Yeah. Nicht frech werden, Jesse. Und wenn deine Freunde auch nur ansatzweise so sind wie du, sie werden ihren Umerziehungsaufenthalt schon kurz nach dir antreten. Da bin ich mir sicher. Umerziehung? Und nun entschuldige mich kurz. Ich einen anderen. Klingt nicht sehr schön. Weiblich, hitzköpfig. Lieblingswaffe, Schwert. Lieblingswerkzeug, Petra. Schwert. Lieblings... Essen? Ah, Petra, hi. Du musst ihn ablenken. Petra, das ist, ja. Das ist definitiv Petra. Oh, 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 hier den Golem angreifen. Huh, zack. Ich war zu langsam. Oh Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Dieser verrückte Ort. Ich weiß, verschwinden wir von hier. Ja, diese verrückten Leute an diesem verrückten Ort. Ja. Tja. Der verrückteste. Schlagen und Hintern versohlen. Der miese Admin hat uns reingelegt. Er hat mich reingelegt. Der verrückteste in einer Psychiatrie ist doch immer der Wärter. Mach dir keine Vorwürfe, Petra. Es ist nicht deine Schuld. Ich weiß. Und das macht mich sogar noch wütender. Und der Admin hat Jack. Und das wird immer so weitergehen. Scheint so, als wären wir gefangen. Tja. Jesse, ich will ehrlich sein. Gefangen in der Klapse. Ich hab keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Oh, Alarm. Dann lass uns wegrennen. Oh, ja, rennt. Rennt, Freunde. Der hier ist präsentiert. Haltet sie auf! Gleich kommt der Minecraft Story Mode. Sie sind Zuschriftszug. Oh. In Zusammenarbeit mit Mojang. Na, was präsentiert es? Minecraft Story Mode Season 2. So sieht's aus. Und da haben wir gleich wieder die Leute, die mitgemacht haben. Da haben wir. Na, da haben wir wen? In den Vorcredits. Im Intro. Na, und wer da mitgemacht? Werden die hier auch angezeigt? Ja, bestimmt. Oh, der Golem hat uns schon gerochen. Die Nicole und der Juan hat mitgemacht. Wer hat denn noch so mitgemacht? Okay, wir müssen herausfinden, wo wir sind. Das dauert hier wohl ein bisschen länger. Was ist das? Pre-Intro. Oh, wow. Spinnen. Oh, B. Quick Time Event. Ja, und Daniel hat auch mitgemacht bei diesem Projekt namens Minecraft Story Mode Season 2. Zombies in Häftlings Klamotten. Zombies? Ja. Attacke. Und der Mark, der war auch mit dabei. Kein Ende! Petra! Petra! Jesse? Wo bist du hin? Hier drüben. Komm her. Oh oh. Du bist den Zombies festgehalten. Halt dich! Batz! Pack! Aua! Gerade wünschte ich, ich hätte den Handschuh an. Ja. Die Julia hat auch mitgemacht. Die war auch mit dabei. Bei der Entwicklung dieses Spiels. Tyler hat auch mitgemacht. Ja. Oh, danke an Tyler. Was sind das für Dinger? Eine Spinne? Ein Creeper? Ein Spinnencreeper. Ein Spreeper. Ein Creeper. Natürlich. Warum sollte es auch nur einer sein? Die sind niemals alleine. Oh nein, oh nein. Zombies oh nein. Kommen nie allein. Das ist. Ja.
Das ist eine Weisheit. Calvin und Karina. Katharina. Nein, Zeus Freundin hat es da nicht mitgemacht. Komm, ausweichen. Lieber zu spät als nie. Wendy. Liebe Wendy war auch mit dabei. Cowboy Wendy. Da haben sie mitgemacht bei diesem Projekt. Rote Schleimblöcke. Das wird immer verrückter. Ja. Yep. Hops, hops. Und hab boing. Hab dich. Upsilon. Zack. Das sah nach Spaß aus. Trampolinspring. Ja. Creeper-Zombies, Creeper-Spinnen. An Timo Jesse, und war das ein Lukas? Haben mitgemacht. Ja. Und da sind wir oben auf der Mauer. Oh wei. Das sieht ja kacke aus. Wurden wir gefangen? Ja. Und schon in einen Ausbruch. Wurden geschnappt. Das ist einfach grob. Grob. Aha. Ist klar. Und den will ich in meinem Büro sehen. Jetzt. Im Büro des Rektors. So sieht's aus. Da wären wir wohl. Okay. Wo wären wir? Im Plan. Mach bitte die Tür zu, ja? Tu, was man dir sagt. Die Tür zu. Mach weiter. Okay. Ja. Die Tür. Gefügig. Gefügig? Ja, übertreibt man nicht. Bande von Widerlingen? Ach, ich zeige es dir. Wird, hä? Nein, Nürm! Waiter! Oh, verdammt! Nicht die! Leute, die den Admin richtig sauer gemacht haben, so wie du und deine Sandsackfreunde da unten. Sandsackfreunde? Moment. Ey, wie redest du von den Freunden? Artig ist. Ein Freund mit der Brille ist ziemlich frech für einen. Ach, Mann, das leg dich nicht mit mir an. Mit mir und meinen Freunden anlegen? Das bereust du. Legst du dich mit ja, mir das ist ein tragischer Fehler. Legst du dich mit meinem Freund an? Dem Admin. Von mir aus gerne. Legst du keinen Streit. Bring bitte Jessys Druckmittel. Gerippe, Brillenschlange. Druckmittel? Lustige Geschichte. Für mich? Als ich hier ankam, war ich der Zweite. Die müssen erst erfunden werden. Wir waren ein paar Druckmittel für mich. Damals war vieles einfacher. Viel Spaß, Junge. Oh nein! Hier ist alles so dreckig und unorganisiert. Das macht mich ganz kirre. Waiter. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Waiter haben sie gebracht. Okay, ich war nur. So besorgt. Macht dir wegen mir keine Sorgen. Ich bin froh, dass ich okay bin. Ich bin erleichtert, dass es dir gut geht. Oh, du machst dir um mich Sorgen? Ja. Hier ist der eiserne Ersticker. Das ist ein bisschen hart, oder? Eisenstangen oder nicht? Fixieren das Opfer unten. Klebrige Kolben drücken einen Eisenblock von oben auf ihren Kopf. Ist das nicht ein bisschen dolle brutal für eine kleine Bestrafung? Ich meine ja. Wie schon gesagt, kannst du meine Nachfolge antreten. Ob es dazu kommt, entscheidet sich jetzt.
Bereit, dein nerviges, schlechtes Benehmen zu verbessern und bei den Guten mitzumachen? Bei den Guten, ja, nee, ist klar. Alles klar. Mach das nicht, Jesse! Okay. Wie wirst du dich entscheiden? Für Vader oder für den Scheiß hier? Friss Schleim, du Aufseher. Manche Leute. Sag nicht, ich hätte nicht helfen wollen. Das war. Geht's dir gut, Vader? Was haben sie mit dir gemacht? Hey! Geht jetzt das Mobbing los oder was? Bist du in Ordnung? Dein Auge? Jesse, bist du das? Nur die Ruhe. Ich hab dich. Alles okay mit ihm? Haben die ihm jetzt irgendwas hingesetzt oder so? Damit kommen die nicht durch. Ja. Zahlen. Und zwar gewaltig. Aber hallo. Aber hallo. Für alles werden wir bezahlen. Bezahlen. Jesse. Der Altmann wird dafür bezahlen. Stella? Ach, hab ich's doch gewusst. Hab's am Ende des letzten Parts angesagt. Ich hab's schon vorher gesehen. Stella an der Seite des Admins. War ja klar. Wir sind immer noch keine Rivalen. Ja, nach wie vor. Wir sind nach wie vor keine Rivalen. Waren es nie, werden es nie sein. Vorsicht, Aufseher. Jesse spielt gerne Psychospielchen. Psychospielchen? Wer spielt hier wohl Psychospielchen? Sorry, ich muss grad. Ich bin kaum hier und darf dich schon rumkommandieren. Ist das nicht genial? Das ist Raider! Das habe ich doch gesagt. Stella hat recht. Hingabe und Loyalität dem Admin gegenüber sind hier sehr, sehr wichtig. Je mehr Freunde zusammenhalten, desto schwerer wird es für die Einzelnen. Vielleicht solltest du deine Sorgen neu ausrichten. Es gibt größere Silberfische. Du brauchst deinen Freund, ja. Deine Freunde, wenn irgendjemand Tatsache. Braucht, dann bist du das Aufseher. Seit mich der Admin hier runtergeschickt hat, bin... Was verbirgst du, Aufseher? Nicht jeder Gefangene hier trägt Orange, Jesse. Gehen wir, Rivale! Ganz recht! Geh ja, weiter, der hat doch irgendwie recht. In den Pilzstall. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ja, sehr wohl der Oberaufseher. Nehme ich auch bald, Aufseher. Pass auf, was du dir wünschst, Stella. Nicht jeder Aufseher trägt Orange. Ja. Wie ich schon sagen wollte. Häftlinge sind sie alle. Alle sind sie verrückt. Bloß einige sind sie so verrückt, die behaupten, sie wären die Aufseher. Neuankömmlinge, zeigt ihnen alles klar? Danke. Oder wie der Spruch richtig heißt. Ja. Da musste ich gerade mal wegklicken. Tata, Jesse. Ich bin auf meinem Posten, um einen eindrucksvolleren Zellenblock zu überwachen. Nur kein Neid. Könntest ja nichts dafür. Neid? Worauf? Auf dich? Erzähl kein Dünnschiss. Ich wünschte, es wäre so. Ich muss etwas essen. Muss zu Kräften kommen. Verstehe ich, aber hier? Gäste machen hier Pilzeintopf. Hier Essen kriegen. Wir brauchen ein paar Pilze. Sieht für ein schlechter Ort da aus. Pilz! Pilz! Okay. Der Kampf um den Pilz. Ich verhungere. Verrecke. Kein Raider. Ja, dann hole ich dir mal was zu essen. Ruh dich aus. Mach ich. Danke, Jesse. Ich hole dir einen Pilz. Da scheint dir sowas wie ein, ja, wortwörtlich ein Hunger Game zu sein. Die Hungerspiele.
Ja, willkommen zu den 88. Hungerspielen. 88 ist eine schön deutsche Zahl. Na, wie läuft's? Wie ich sehe, hast du deinen Keks. Ohne Kommentare. Kekse? Das war nur ein Holzstück. Definitiv. Meint, er hätte einen Keks gesehen. Schnappt euch die Pilze. Lestler. Der hat einen Keks. Soweit so klar. Und die hier. Oder der hier, eindeutig der hier. Was macht der Kerl denn da? Das ist eine gute Frage. Was tust du da? Können wir es herausfinden? Können wir mit ihm reden? Scheint so. Dann reden wir mal mit ihm. Hey, willst du hier ausbrechen? Hier gibt jeder wegen Grabemüdigkeit auf, aber die haben alle nur nicht genug Geduld. Es dauert halt etwas, verstehst du? Okay. Dauert nur ein bisschen länger. Oh ja. Ein bisschen länger. Okay, der schlägt sich krass tot durch einen Pfeiler. Ich würde mal vorschlagen, dass du nicht nach, dich nach unten gräbst. Das wäre vielleicht erstmal so Minecraft-technisch, so sich in den Söhler jetzt reinzubauen, das ist jetzt vielleicht nicht gerade die sinnvollste Variante. Entweder du gräbst dich hier nach unten oder du guckst mal hier zum Beispiel hier bei den Wächtern dort vorne dort, da vielleicht irgendwie, oder hier in der Zelle irgendwie durch die Wand oder ja, in der Hoffnung, dass du da irgendwie durch eine Wand ins Freie stößt oder so. Aber durch dich in eine Säule reinzubauen, das ist, ja, kannst du gerne eine Kraft für verschwenden, aber die armen Jungs sehen mitgenommen aus. Rein Minecraft-physikalisch ist das nicht wirklich sinnvoll. Wen haben wir denn hier? Reden mit Ochs, wie heißt der Ochs? Ochsblatt. Okay. Sprechen wir ihn doch gleich mal an. Ich starre nicht gerne, aber du bist... Schräg. Ich muss nur endlich wieder mehr rausgehen. So sehen die Leute aus, wo ich herkomme. Notiert, tut mir leid. Alles klar. Wo hast du den Topf mit dem Eintopf? Ja, ausbrechen können wir später. Erstmal die Raider nicht verlieren lassen. Du aber kein Essen, Frischfleisch. Los, raus hier! Würde ich hier gerne. Raus hier. Ich wäre ja links gegangen, wenn ich gekonnt hätte. Was hatte ich da noch für. Ach, so reden, ja. Bringt ja nichts. Brick. Okay. Hey, Brick. Als Jesse auf Brick zuging, stellte Jesse fest, dass Brick jeden von Jessys Schritten nacherzählte. In der dritten Person redet er. Es überraschte Jesse, dass der Ruf des Wither-Schlechters, des Anführers des Orden des Steins, so weit vorgedrungen war. Aha, alles Brick klar. Brick war neugierig darauf, was Jesse von der Person hielt, die jede seiner Aktionen erzählerisch aufnahm. Brick wartete darauf, dass Jesse etwas sagte. Was würde es sein? Fragte er. Jesse akzeptierte Brick und dessen Macken. Jesse blinzelte ihm anerkennend zu. So etwa. Brick freute sich. Zweigi dachte, das Ganze ist ein bisschen verwirrend. Zweigi kommentierte das Ganze mit einem lustigen Aufgreifer des Dialogs. Zweggy klickte auf Y, um eine Frage zu stellen. Der einzige Weg hier raus ging durch die Höhlen. Ein schier endloses Labyrinth, randvoll mit Monstern und anderen Scheußen. Alles klar, in der dritten Person von einem selbst zu reden. Eine Person je einen Fluchtversuch unternommen hatte. Rick spricht ihren Namen nie aus. Aber Rick wird nie über gefangene X sprechen. Ah, okay, gefangener X. Und er wird nie darüber reden.
Er macht's doch gerade. Zweggy vertraute ihm an, dass er Essen finden muss. Er schaute auf das Mützelfeld hinaus und wusste, dass jederzeit Pilze aus dem Boden sprießen konnten. Aha. Okay. Zweggy war ihm dafür dankbar, für die Information. Rick hoffte, dass Jesse ein schlechterer Kämpfer als er selbst wäre. Aber offenkundig sitzt Rick tief in der Tinte. Ja. Und offenbar war es das. Nein, das war es noch nicht für Zwergi. Denn Zwergi klickte erstmal auf Y, also um zu fragen, weshalb Rick denkt an er hier Tag, wäre. Als der Admin von seinem Drang zum ständigen Erzählen die Nase voll hatte und ihn ins Sonnenschein-Institut steckte, um ihm den Drang auszutreiben. Rick wurde versprochen, er käme wieder frei, wenn es aufhörte. Aber nichts wird jemals Briggs Willen brechen. Er wird bis in alle Ewigkeit erzählen. Das ist gerade alles. Danke, Briggs. Dafür hatte Sally sehr viel Verständnis. Er kannte es. Er kannte dieses Problem als Moderator, als Kommentator. Was ist das, der Admin? Ihr seid mehrere Let's Plays. Damit ihr euch auf euer Potenzial besinnt. Ja. Das ist eine Aufzeichnung? Ach man. Und ich hoffe, dass ihr es genauso in euch erkennt, wie ich es tat. Wenn ihr es nicht schafft, nun, darum kümmern wir uns später. Zeigt mir in der Zwischenzeit euer Kooperationspotenzial. Und Kooperationspotenzial mit dir? Am Ende zu den ultimativen Champions. Alles klar. Ja, Zweigi hatte auch ein Problem. Zweigi spricht nämlich gerne mit einer Kamera, führt gerne Selbstgespräche im Dunkeln. Alles klar. Können wir hier was craften? Die Werkbank verwenden? Ich habe nichts, um etwas zu bauen. Okay. Doch, du hast ein Suppenschälchen. Eine Zellentür. Okay. Ich werde da wohl nicht gleich freiwillig reingehen. Ich frage mich, wem die ganzen Zellen gehören. Eine davon scheint deine zu sein, Jesse. Aber freiwillig werden wir uns nicht in eine Zelle stürzen, oder? Achso, die Werkbank. Nein, da wollte ich nicht draufklicken. Ich würde auf die Kollegin hier klicken. Kann ich das? Kann ich scheinbar nicht. Okay. Okay, die Grube in der Mitte. Da gibt es ein Quicktime-Event. Oh. Kein Quicktime-Event. Ich wurde umgehauen. Oh, Pilze. Packen. Verdammt. Ja, ich hab verkackt. Das Spiel geht weiter. Wir müssen Pilze schnappen. Uns um Pilze klappern. Pilze schnappen. Na dann. Da hinten vielleicht mal packen. Na komm, Y. Batz. Okay, ich brauche jetzt nur einen braunen. Oh, einen braunen. Da hatten wir einen. Da hinten. Y. Ja, nice. Klasse, ich hab sie. Danke, dass du sie für mich gesammelt hast. Oh, nee. Nimm es nicht persönlich. Ein Kampf. Ich bin nur verdammt hoch. Hast du mich, warte mal einen Moment, hast du mich gerade Noob genannt? Verstehe ich. Hallo? Was ist hier los? Ich hätte wissen müssen, dass du mehr Ärger machen wirst. Ich habe mich nur gerade verteidigt. Hey. Ich sage. Habt ihr nicht zugeguckt? Diese Schmuggelware.
Ihr wisst doch alle, dass Waffen im Sonnenschein-Institut strengstens... Der hat wohl gerade nicht richtig hingeguckt, oder was? Also schaut uns die ganze Zeit zu, guckt von oben drauf. Zeug. Ihr stellt euch besser rein. Das ist so viel einfacher für euch alle. Der große Henry muss niemanden verprügeln. Niemand. Ich halte, glaube ich, besser in den Mund. Ich habe das Recht zu schweigen. Ich verstehe. Das Ocelot hat euch beiden offenbar die Zungen abgebissen. Hm? Wir haben ein Ocelot. Manchmal ist es besser zu schweigen. Streift es etwa umher und stiehlt Zungen? Ihr wisst ja, ja, das tut es. Und deine sollte es mal stehlen. Stehen. Das bedeutet. Nein! Nicht die Zombie-Bienen! Nicht die Zombie-Bienen! Okay. Ja. Vielleicht lernst du beim Abbau von verrottendem Fleisch endlich etwas. Bringt ihn weg. Keine Kämpfe mehr. Keine Schwierigkeiten. Von keinem von euch. Okay. Was für ein Idiot. Ja. Zumindest kann ich jetzt einen Eintopf für Radar kochen. So sieht's aus. Aber ja, erst im nächsten Part. Für diesen Part werde ich einmal Schluss machen. Däumchen nach oben, sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Hab's noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Oder im nächsten Part von Minecraft Story Mode Season 2 mit dem Zwergenfürst. Ansonsten Glöckchen aktivieren. Man riecht sich. Das ist ja, der Penner da. Thema beendet. Bis dahin. Ciao, ciao.